So, guten Tag. Jetzt kommt wieder eine sehr schmerzhafte, eine sehr leise Folge. Lol. So. Eigentlich sollte ich meine Pfeile sollte ich aufsparen, auch wenn ich jetzt mehr dabei habe, aber die Inni ist auch nicht besonders klein. So. Ja. Chuck. So. Hab ich mir da nicht dran viermal gegönnt? Doch, habe ich. Die noch benutzen. Rang 4. So. Die Uhrwerksgasse. Ach ja, Gnomerigan. Eine tatsächlich damals. Ich fand sie damals tatsächlich besser als heutzutage. Fand sie aber zu den Dungeon Browser Zeiten. Ja, richtig schlimm. Weil da hat man die. Also ich habe die Inni da gehasst. Da ist man dann immer reingekommen. So zufällig. Und es war halt dann nicht geil. So, ich habe mir nur hinter mir mein Nackenkissen. Mein Kistchen gut hergerichtet. So. Keine Aggro ziehen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Zack. Zack. Schon kein Mana mehr. Wer ist denn jetzt eigentlich der Tank?
Oh, lol. Zack. So. Oh nee, die machen das Event. Genau dieses Event habe ich gehasst wie die Pest. Nicht genug Mana. So. Das ist genau dieses Event, was ich hasse wie die Pest. Eieiei. Warten. Einfach nur warten ist es. Es ist nur warten. Aber auf was ich warte, ist, dass ihr das macht. Zwinker, zwinker. So. Ich futter mal mein Pet. Es ist still hier. Zu still. Es geht unten auf. Hallo? Zu nah. Zack. Was, da verschwende ich jetzt nicht meine Munition? Der kreuzende Brennzug. War das nicht von Alemania? So. Hey. Lachen. So. Und jetzt kommen die Elite-Mobs. Das schlimmste Event, finde ich, in einem Dungeon ist das hier. Mundgeruch ist nur einer der weiblichen Reize.
So. Das ist zu weit entfernt. Schwupps. Kann ich noch nicht wirken. Boink. Oh. Die droppen aber ganz schön gut Zeug. Wieder. So, jetzt kommt gleich der Boss. Okay, jetzt haben wir auch noch mal Wasser. Wenn das jetzt nicht so zwölf... Ja, muss ich mal ganz kurz nachgucken. Ah, haben wir 8. Besser. So. Nun gut. Wird ihr Loot ausgesperrt? Tja. Echt gehabt. Totstellen ist halt schon so super als Jäger. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. So. Okay, das sind ein bisschen viele Gegner. Der Schlafsaal. Zack.
mir ist die Gruppe da ein bisschen chaotisch, muss ich sagen. Ein kleines bisschen. Das ist es. Lass mal 6, 7, 8 Mobs. So. So. Rums. Sehr schön, das gefällt mir, gefällt die hier gerade. Zack. Einfach mal die Akku resettet. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zack. So. Okay. Oh mein Gott, stimmt. Diesen Ort gab es ja auch noch. Ich muss jetzt echt kurz gucken. Das sind hier, glaube ich, die Schlafräume, oder? So. So. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Points. Ich habe den Bogen bekommen. Oh.
Wohnung mir vermöbeln. Okay, ich erwische den hier noch. Keiner mag Gnome. So. Gut, dann sind wir zu uns. Whoops. Lol, Gnomregan Amulett des Affen. Hat er da wirklich gerade diese Kette rausbekommen? Stein. Alles nichts wert. So. Ja, wenn der da so eine Kette rausbekommt, dann will ich die auch haben. Warum krieg ich nur so Scheiße? Ich brauch so eine Gnomeregan-Kette. So, unsere erste Halskette. Der Innenbesuch hat sich jetzt schon mal gelohnt. Wir haben eine Kette. Mit Beweglichkeit und End. So, jetzt haben wir das schon wieder aggro. Ich muss niesen, Moment. Ah, da bin ich wieder. Fertig mit dem Niesen. Also ich bin ganz ehrlich, wenn der Dunkeleisen-Man da ist, werden wir bei ihm das Zeugs, das ist hier alles ziemlich viel Mist. Eigentlich, was ich daraus bekommen habe. Die Kette, wie viel ist die wert? Da ist hier.
Habe ich, glaube ich, mehr Gold für Lustkraft gemacht. Auf jeden Fall, wenn der dunkle Eisenzwerg da ist und die Schusswaffe droppt, werden wir einmal umrüsten müssen. Auf Schießeisen. Gehen wir hier rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Schlafseele von Gnome Merrigan. Gib ich mal ihr. Achso, ich dachte, ihr wusstet, wo ich... So. Was macht der Typ? Kann ich noch nicht wirken. Das liegt immer noch auf. Wir den hier mal raus. Er bewegt sich wenigstens ein bisschen schneller. Der Goblin. Die alten Goblin-Modelle, die sind schon grotesk. Ran. Kann ich noch nicht wirken. So. Sehr gut. Geben wir da unten ab, oder? Ja. So, dann haben wir die Escort-Quest auch fertig. Und jetzt können wir eigentlich nur straks zum Endboss. Da bekommen wir richtig geile... Hä?
Scheiß Ecke. Bim, bum, bim, bum, 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 bim, bim, bam. Ups. Ja, Begleiter. Steht da nicht drin? Angriff oder so. Wie bei mir. Jetzt in der Laure. Was war hier der Boss? Lustig der Ablagerung. So hat der geheißen. Die patrouilliert auf jeden Fall da hinten irgendwo so rum. Ich habe halt keine Ahnung, wer hier der Tank ist, ja. Ich muss näher ran. Bisschen Aggro killen. Kann ich noch nicht wissen. So. Check. Ach, passt schon. Heile, Steve Ledden. Oder Damage-Stile Stiefel-Ledden. So. Rums. Und Sturmangriff. Bam. Wie heißt der Angriff? Heißt der Sturmangriff? Sturmangriff, jawohl. Ich
kämpfen wir doch unten am besten rum, oder? So. Hängt in Berserkerhaltung. So. Boink. Die Maschine ist gar nicht laut. Das geht ziemlich flott hier tatsächlich. Mein Mana ist zu niedrig. Nicht genug Mana. Mit dem? Oh nein. Eieieiei. Mir ist es hier ein bisschen zu eng, wenn ich ehrlich bin. Boinksel, Boinksel, Bäm, 2, jawohl. Einen habe ich verfehlt, okay. Pet müsste halt schon überall mit angreifen. Wäre halt vom Vorteil. Ach ja, jetzt kann ich das mal kurz zeigen. Totstellen. Oh lol. Oh, reicht mir. Ich battle mich hier gerade aber mit dem Krieger. Das liegt immer noch auf. Hat er mehr Schaden gemacht in dem Kampf?
Da kannst du jetzt bomben. Ich brauche ein Ziel. Ich kann das nicht plündern. Jetzt ist er tot, unser Kriegerlein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gleich. Ich hoffe, der geht aus der Berserkerhaltung raus. Kurz bevor er abnippelt. Oh lol. Zack. Erstmal Mana trinken. So. Zauber ist noch nicht bereit. So. Schwupps. Ach, kannst du mal mit angreifen, Schweinchen. Ups. Ich brauche mehr Mana. Bams. Hier darf ich nichts schreiben. Muss ich mir wenn dann kopieren. Boi. Cast Arcana Schuss. Automatischer. Hier.
Okay, hat funktioniert. Ist ein bisschen besser als Makro für Pet Attack tatsächlich. Hatte zwar irgendwann mal meine Gründe, warum ich das nicht so gemacht habe, aber diese Gründe, die sind mir jetzt relativ wumpe. Werkstattschlüssel. Nice. Verstehe ich nicht. Was da 0 und 1 sind. Brauchen wir die blaue Lochkarte und die habe ich nicht. Nee, die habe ich nicht. Schon wieder. Sag mal, wie viele Bögen droppen denn da? So. Aggro resettet. Mein Dolch da hab. Der Harpienkirschner. Die Waffen, die sind halt uralt. Ich müsste doch da langsam irgendwann mal bessere Waffen bekommen. Kann ich noch nicht wirken. Und schwupps. Ich bin außer Reichweite. Bin ich das? Das ist ja schade. Zettchen rein. Nach dem Dungeon werden wir auch Level Up haben. Wenigstens mit der Abgabe der 2 Quests. Maschinen. Nirgendwo funktioniert mein Gift. Das ist zu weit entfernt.
sag, bist du auch Maschine? Nee, du bist auch Humanoide. Zack. Yay, in Buff. Gnom. Da geht's zum Meuteverprügler, aber zu dem wollen wir nicht. Mechanopanzer. Also hier kann ich mein Gift voll vergessen. Ich muss näher ran. Trotzdem setze ich wieder mein Gift ein. Verschwendung! Kann ich noch nicht wirken. Ups. Ich brauche ein Ziel. Brauche auch mal Mana. Ich bin außer Reichweite. So. Boink. Sehr gut. Sehen wir hier den Raum. I don't understand this. Das
lädt immer noch auf. Na gut, gibt XP. Aber jetzt auch nicht so die Welt. Das ist meiner Meinung nach lohnt. Zwergenminen, stimmt. Die können richtig tödlich sein. Das ist, glaube ich, heute meine letzte Folge. Und zwar wahrscheinlich auch für längere Zeit. Mir ist gerade bewusst geworden, dass meine Festplatte nicht mehr lange mitmacht. Weil die bald voll ist. Und das ist nicht so gut. Die Quest habe ich tatsächlich vergessen, dass es die gab. Tja, passiert. Ups. Das ist zu weit entfernt.
So. Zack. Schwupps, haben wir das hier schnell erledigt. Arcana Nullifizierer X20. Schwerer Sprengstoffpulver. Kleines Mana-Päuschen. Ja, ich brauche Seidenstoff. Mage braucht Seidenstoff. Ja. Zack. Pumps. Pumpidi-bidum. Wir sind im Dungeon. Wir sind im Dungeon. Bidi-bidum. Hinrichtender mehr Kriege. Machen ja dann zum Schluss raus so viel Damage. Ich glaube, der Typ ist nicht da. Der Ramop. Schade. Aber da kann man nichts machen. Schade, dass all meine Waffen irgendwie die droppen können, nur von Ramops kommen. Echt ein bisschen schade. Für einen Agent leider. Der Arcanen-Nullifizierer. Halt echt stark. Und Geschichte ist er. Dann nur noch Endboss. Oboingenieur Thermaplack.
Ups. Nicht in die Minen treten, Leute. So, die Buttons müssen wir drücken, um die Köpfe zuzumachen. Achten wir mal ein bisschen darauf, dass da keine Klappen bei mir aufgehen. Ich gehe meine zwei Klappen auf. Explosionen! Mehr Explosionen! Ich brauche mehr Explosionen! Ja. Du nicht alles brauchst, Robo-Ingenieur Thermapluck, der mir ein Level abgeschenkt hat. Hey. Zack. Zack. Geil. Er hat Level Up. Maschinenblaupausen. Damit hätten wir Maschinenkrieg fertig. Und bevor wir jetzt gehen, gehen wir noch hoch zu den zu den Waschmaschinen. Schwupps. Geil. 18 Stärke. Das ist schon super. Kurz mein Pet wieder füttern. Na? Nach oben. So. Dann warte mal darüber. Eieiei, der Weg. Der Weg dorthin ist nicht leicht. Warum fährt da keine Tiefenbahn durch?
müde. Hat Mob da. So. Pidum, pidum, pidu, du, lidi, lidu. Bischwupp, 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 schwupp, bischwappel, schwupp. Schwippel, schwappel, schwappel, schwuppel. So. Kann ich noch nicht wirken. So. Ist der jetzt tot? Der ist tot. Das lädt immer noch auf. Ja, war ein netter Magier, aber hat er sich freigelassen auch noch. Bei der Horde. Bei der Allianz. Ist nicht so klug. Das kann ich nicht dahin tun. Zack. Tier noch. Oh je, jetzt müssen wir uns hier rauskämpfen auch noch. Vier Plätze haben wir noch frei im Inventar, davon zwei. Auch hier drin. So. Bleierz. Und Malachit. So. Kann ich mein Pet hier stehen lassen? Na komm, probieren wir es. Wir können totstellen.
Warum geht mein Pet hier mit? Oh lol. Oh no. Alles klar. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.